Am Sonntag ging ein schweres Unwetter in Teilen des Rhein-Main-Gebiets nieder. Insbesondere im Kreis Offenbach, im Kreis Groß-Gerau sind schwere Schäden entstanden. Die Menschen hatten Angst um ihr Eigentum, hatten Angst um Leib und Leben. In dieser Situation haben die Rettungskräfte, die Feuerwehren, die Hilfsorganisationen, das THW, aber auch die Polizei einen großartigen Dienst gemacht. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und mir ist es wichtig, gerade als Ministerpräsident dieses Landes, Ihnen allen für eine solch großartige Leistung zu danken. Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger bei allem Unglück darauf bauen können, dass ihnen qualifiziert geholfen wird. Das haben sie getan und dafür sage ich herzlichen Dank.